Hier ist Nina von Kartenstoff und wir schauen uns heute wie jeden Dienstag um 17 Uhr die Energien in den Seelenpartnerschaften an. Diesmal ist es wieder die männliche Energie. Ich lege jetzt ein bestimmtes Legesystem und schaue, womit es die männliche Energie unter euch zu tun hat, was da gerade Thema ist, was da Energien sind, was da auch gerade stark da ist, was sich ein bisschen verabschiedet und so weiter und so fort. Hier haben wir schon einmal als Hauptenergie das Ass der Stäbe. Ass der Stäbe, Chance auf einen leidenschaftlichen Neubeginn. Oder Leidenschaft ist immer sehr romantisch belegt. Ich möchte das gar nicht so romantisch belegen. Das kann natürlich mal sein. Im Großen und Ganzen hat man aber auch eine Leidenschaft in sich, eine Lebensenergie, ein Lebensfeuer, was einfach gar nicht viel mit Romantik zu tun hat, sondern sich auch in anderen Bereichen widerspiegeln kann. So, da sage ich gleich noch mehr zu, werde auch noch eine Energie hinzuziehen, die dazukommt und werde abschließend noch eine Karte für die Beziehung zwischen euch ziehen, zwischen dir und deinem weiblichen Gegenüber. Das ist die Energie, die euch jetzt verbindet, die gerade zwischen euch herrscht, und werde dann in der erweiterten Legung diese Energie noch ein Stückchen klären und werde vor allen Dingen nochmal deine Seite in der Beziehung und die Seite des Gegenübers legen mit der bewussten Ebene, der emotionalen Ebene und der Heilungsebene und noch einen kleinen Ausblick darauf geben, wie sich eure Beziehung weiterentwickelt, und zum Abschluss noch eine ganz kleine, klitzekleine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere ziehen. So, das Ass der Stäbe haben wir hier schon mal liegen. Ich ziehe jetzt erstmal eine weitere Karte, lege erst mit dem Tarot aus und kläre danach noch alles, was ich gerne klären möchte, mit dem Lenormand. Hier haben wir die drei der Stäbe. Hier hat man für sich eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung getroffen. Und das fühlt sich alles sehr energetisch hoch an. Also das, hier ist, glaube ich, viel Freude mit im Spiel. Hier ist so, hier, ja, endlich konnte ich mich zwischen zwei Stäben entscheiden und gehe jetzt den Weg. Das ist das, was ich hier liegen habe. Es ist echt, also wer sich ein bisschen mit den Energiezentren oder im Großen und Ganzen auskennt, es ist bei mir stark das Solarplexus-Chakra, was hier gerade angeht. Also hier geht's irgendwie weiter. Und das hier ist keine Herausforderung. Manchmal ist die Karte eine Herausforderung für die Karte. Ich erkläre das immer gerne nochmal dazu, damit ihr da euch auch immer besser in die ganzen Sachen hier einfindet und das letztendlich eventuell auch mal einfach für euch auch legt und das für euch nutzen könnt. Das hier ist in dem Fall definitiv eine Bekräftigung, eine Bestärkung dieser Energie. Also die bedingen sich hier gegenseitig. Da ist nicht irgendwas schwierig, das nehme ich hier gerade nicht wahr. Wo bist du, liebe männliche Energie? Was ist gerade in deinem Leben vorherrschend? Fällt runter, kleinen Moment. Na, das ist ja mal, hier haben wir mit den zwei der Kelchen die Beziehung. Mal gucken, dass auch alles passt. Die Beziehung auf Augenhöhe. Beziehungen auf Augenhöhe oder die Beziehung auf Augenhöhe. Okay. So, die hier kann noch ein Stück nach oben. So, welche Energie ist am Kommen? Welche Energie ist hier am Kommen? Bei dir kommt der Turm. Hier bricht etwas Altes weg. Hier bricht etwas Altes weg. Das ist schon echt schön und das ist schon Wahnsinn. Ich nehme an, das ist dein Gegenüber. Es können grundsätzlich Beziehungen auf Augenhöhe sein, die du auf einmal eingehen kannst. Es zieht mich hier. Es zieht mich
fast ein bisschen mehr dahin, dass wir das hier direkt mit deinem Gegenüber zu tun haben. Es kann auch für den einen so sein und für den anderen so sein. Ich gucke jetzt erstmal, welche Energie verschwindet. Die Kampfesenergie verschwindet. Der Ritter der Schwerter. Das Gefühl zu haben, immer für irgendwas kämpfen zu müssen oder gegen irgendwas kämpfen zu müssen, verabschiedet sich. Ne, das könnt ihr, das sind es wie die Mondphasen. Das hier ist hier, das steigt jetzt hoch, das hier ist Vollmond und das ist abnehmender Mond. Also das verflüchtigt sich jetzt so langsam, diese Energie. Okay, jetzt ziehe ich eine Karte für das Unbewusste. Hier haben wir auf der unbewussten Seite, also emotionalen Seite, untergründigen Seite, den Hierophanten. Der Hierophant. Bringt ganz viel Klarheit für dich mit. Du weißt alles. Du weißt einfach alles, weil du das in dir drin hast. Weil das irgendwie in dir angelegt ist, lass es den Seelenweg sein oder wie auch immer du das für dich beschreiben magst, das weißt du. Und hier kommt auch, ist das hier, die Karte ist ganz stark verbunden damit, also logischerweise sind die alle miteinander verbunden, ne? Aber manchmal merkt man so eine besondere Beziehung, ist ganz stark mit diesem Glück verbunden, weil du das jetzt endlich, ich glaube, dir erlauben kannst. Das so zu machen, wie du eigentlich schon immer wusstest, dass es sein sollte, aber doch noch ein bisschen länger dagegen angekämpft hast, weil du noch irgendwas anderes zu tun hattest, noch irgendwas anderes, noch irgendwas vielleicht verwickelt warst und ja, irgendwie glaube ich noch nicht ganz frei warst. So, was ist bei dir auf der bewussten Ebene los? Da fallen zwei. Da haben wir den König der Schwerter. Und dann haben wir als noch Karte dazu, wollte auch noch mit rausfallen, die sieben der Stäbe. König der Schwerter ist eine sehr harte Energie, ist eine sehr scharfe Energie. Und hier haben wir eine sehr abgrenzende Energie. Der König der Schwerter ist für mich an sich immer mit die härteste und schärfste Energie im Deck. Und an Härte und Schärfe hast du das auch in dir. Das ist auch deine Energie. Aber du tust es mit einer ziemlich starken emotionalen Weichheit. Du tust es, um dich nach außen hin abzugrenzen und um das hier zu schützen. Du hast immer für was anderes gekämpft. Der da hat für was anderes gekämpft. Der Ritter, der Schwerter, der ist gegen irgendwas in Kampf, gegen irgendwas in Krieg gezogen. Und da hast du aber festgestellt, ach, das war vielleicht nicht so richtig. Und konntest da rauskommen, konntest das endlich für dich beenden, konntest diesen Kampf beenden. Und deswegen kann dieses ganze weiche, schöne, freudige so hochkommen, was ich hier so wahrnehme. Und das beschützt du nach außen. Das behältst du dir, da lässt du nichts rankommen. Das ist die Ebene, die wir hier haben. Der macht für mich auch einen ziemlich glücklichen Eindruck. Und dem geht's gut, aber jetzt muss man dem Außen noch verklickern, pass auf, das ist jetzt so. Ich mache das jetzt auch so. Und wer da jetzt was einzuwenden hat, kannst du machen, aber es ist dein Problem und nicht mein Problem. So, wie geht das Ganze weiter? Ein ganz kleiner Ausblick in die weitere Entwicklung bei dir. Hier haben wir mit den vier der Kelchen eine Ablehnung oder ein Ablehnungsthema. Für mich hast du, von meinem Impuls her, hast du für dich erkannt, diesen Kelch nehme ich und den Rest nehme ich nicht. Für den Rest hattest du mal gekämpft. Da hattest du diesen wahrscheinlich außen vor gelassen. Und jetzt sagst du,
Das ist der Kelch, bei dem habe ich hier auch Flügel. Bei dem geht es mir gut, bei dem geht es mir leicht, bei dem fühle ich mich wohl. Und der Rest kann gehen. Der hat bei mir nicht so viel zu suchen. So, deine Heilungsebene. Deine Heilungsebene. Du darfst aus deiner Lebensenergie raus leben, so wie du das fühlst, so wie das für dich richtig ist. Und ich befürchte, dass du dich mit dem hier selbst ein Stück verraten hast, weil du ein Stück weit gegen dich angekämpft hast, gegen diese Impulse, dieses Leidenschaftliche, muss nicht nur die romantische Leidenschaft sein, sondern grundsätzlich dieses Feuer in dir selber, diese Lebenswut, dieses eigentlich Wissen, wohin es geht. Ne? Das habe ich hier auch noch mal ein bisschen abgeflachter. Hier haben wir noch mal ganz starke Feuerenergie, die ich spüre. Und das ist die Ebene, die in dir heile wird, dadurch, dass du die Wege so gehst. Das hier ist nicht die emotionale Ebene, auch wenn die natürlich damit reinspielt. Das ist die ganz tiefe Heilungsebene bei dir. Du hörst auf, gegen dich selber zu kämpfen. Du sagst, nein, ich bin richtig so. Und alles, was gegen mich ist, was ich als gegen mich wahrnehme, das schmeiße ich raus. Da sage ich jetzt, da grenze ich mich ganz klar ab. Da sage ich, gibt's nicht mehr, mache ich nicht mehr mit. Ja, jetzt ziehe ich nochmal, ich finde das ganz klar. Ich ziehe jetzt nochmal zwei Karten zu der oberen Karte, zu den zwei der Kelchen. Was kommt hierzu noch? Hier haben wir mit den Sternen die Klarheit. Und die Zeit. Zeitkarte, die zur Zeit auch ganz schön häufig in den Neon kommt, finde ich. Es hat sich alle Zeit abgespielt, die es brauchte, um in diese Klarheit zu kommen. Die Klarheit ist da. Das hier ist so was Vergangenes irgendwie, wo man Zeit brauchte. Aber diese Zeit braucht man jetzt nicht mehr. Du hast einiges an Zeit gebraucht, um dir über das Ganze klar zu werden, um den hier gehen zu lassen, um da in deine in die Entwicklung zu kommen, in der du nicht mehr gegen dich selber ankämpfst. Und durch dieses Ganze hast du die Klarheit gekriegt. Ne? Jetzt haben wir hier nicht noch was zu. Vielleicht noch auf eine Person hindeutet, aber ich habe dir das schon gesagt, das ist für mich ganz stark dein Gegenüber. Was wahrscheinlich eh immer initiativ für irgendwelche Entwicklungen in deinem Leben war. Ja, so viel zu dir. Ich finde, es ist die Heilungsebene, berührt mich immer tief, muss ich dazu sagen. Und ich muss es ja nochmal dazu sagen, dass es mich wirklich tief berührt. Das ist was ganz Intimes in dir, was einfach deins ist, was immer schützenswert ist, was immer liebenswert ist, was was einfach du bist. Und du darfst es jetzt wieder lieb haben, weil diese verquere Reihen, in die du dich in deinem Leben gebracht hast, irgendwie oder in denen du drin warst, weil die du dich jetzt gegen die abgrenzt. Du wirst wieder ganz. Ne? Du bist irgendwie oder bist schon ganz geworden. Ja. So. Eine Karte für die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Wheel of Fortune, das Rad des Schicksals. Das ist das, was die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber ausmacht. Ich werde das in der erweiterten Legung
klären, was noch zu der Energie kommen will. Werde eine Seite für dich, eine Seite für dein Gegenüber legen und schauen, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Und dann noch eine Mini-Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link ist in der Infobox unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da wiedersehen. Ich freue mich aber erstmal ganz doll, dass du bis jetzt dabei warst. Und wenn wir uns nicht gleich in der erweiterten Legung wiedersehen, freue ich mich, wenn wir uns in einer meiner anderen Legungen wiedersehen. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat und was gebracht hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Alles Liebe!